erzähl den Zuschauern mal, wo wir hingehen. Wir gehen jetzt zum Literaturarchiv und drehen da eine der letzten Szenen. Ich verbiete es dir. Geh nach Hause. Kein Glück, das ist der heute. Sie nicht, ihre Kinder nicht. Punkt. Sie bringen meine Ordnung und meinen Tagesplan durcheinander. Verschwinden Sie, du Schmarotzer. Und wie war es gestern? Ich meine, ich kann noch mal erzählen, was wir gerade drehen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also nein, wir drehen den Film und wir drehen dazu Pausenhof-Szenen und sie unterhalten sich in Szene 6 eben über diesen neuen Flüchtling. Und in Szene 3, die wir davor schon gedreht haben, haben sie sich allgemein über die Einwanderung der Flüchtlinge unterhalten. Und es ist sehr aufschlussreich gewesen. Darf ich Ihnen die Situation erläutern? Wir haben verrückte Schauspieler, ein beschissenes Wetter und stehen extrem unter Zeitdruck. Aber ansonsten geht es uns doch gut. Und jetzt geht das Licht wieder an. Regen, Regen. Okay, warte, so. Es ist ein scheiß Wetter. Diesen Tag eigentlich größtenteils damit verbracht, auf irgendwelche Dateien, Render oder
Kopierprozesse zu warten. Wollen wir hoffen, dass es nicht umsonst war. Dann fangen wir es an. Du hast am ersten das Design der Website im Kopf. Du arbeitest dann mit dem Design. Ja, ist auf dem Stick drauf. Kannst du dir angucken. Theoretisch müsste es drauf sein. Und davon können wir dann geil, einfach welche übereinander cool legen. Cool. Und ich habe 14 davon. So. Also die ersten 4 sind sogar mit individuellen Artikeln. Also, der rendert jetzt hier die Farben, das Color Grading von, die wollen doch nur das schnelle Geld machen, um das dann nachher dem Max zu geben. So Patrick, wir sind halt 2 Stunden am Machen. So. Was steht noch an? Alles. Also heute muss eigentlich die Kurzfassung, wir müssen alles fertig bekommen. Und wir sind noch überhaupt nicht weit, ehrlich gesagt. Jetzt sind wir gerade dabei, die Werbung dafür zu drehen, um die DVD vorzustellen. Das mit dem Webshop und so. Dann müssen die Übergänge noch gemacht werden. Es gibt noch überhaupt keine Filmmusik. Da hinten exportiert es gerade noch das Grading. Das sieht jetzt schon super toll aus und es sieht aus, als wäre es bald fertig, aber praktisch gesehen ist das nur die Version, mit der wir weiterschneiden können. Und eine Datei, die uns hilft, noch ein bisschen weiter arbeiten zu können. Praktisch ist das aber noch nicht mal ansatzweise das, was wir erreichen wollen. Ja, ich mache gerade die Übergänge hier, diese kleine Sneak Peek, solche Sachen hier. Okay. So schön war ich denn. So. Da. Habe ich hier graded drin? Wo habe ich das graded hingeschmissen? Da müssen nur die Pfeile mit drin sein. Genau, das passt. Und jetzt muss das importiert werden. Ach du Scheiße. Oi. Das sind alle. Das sind alle. Ja, weil du musst sie nur finden. Ja, graded search. Ja, er findet sie, glaube ich. Das hoffen wir doch mal. Aha. Das hoffen wir doch mal. Oh Gott. Wehe, das geht schief. Das sind wie viele Stunden Export und wieder rüber auf die Festplatte und dann. Das waren jetzt 5 Stunden, bis wir überhaupt mal hier irgendwas machen konnten. Wenn wir das nochmal machen müssen, dann ist Nacht. Dann ist Nacht. Ja, was machen wir gerade? Wir machen gerade es ist 20.29 Uhr und wir haben seit wie vielen Stunden arbeiten wir gerade an der Post-Production? 6,5 Stunden arbeiten wir permanent, ohne Pause, an der Post-Production für, ich meine 6 Stunden ist eigentlich gar nichts, aber trotzdem sind... Gleiches rechnet die Stunden, die wir heute Nacht gehabt haben, noch dran. Ja. Und die wir gestern dran hatten? Ja, dann sind wir... Haben 20 Stunden in diesen 2 Tagen Minimum gearbeitet. Yay! Ja, und unsere Hirne zermalmen so langsam. Die geben bald, bei der Hitze vor allem Ding. Ich meine, wie viel Grad haben wir denn gerade drin? Das ist der Teil, den man im Behind the Scenes normalerweise nie sieht. Die zermürbende Arbeit in der Post-Production.